in der letzten Episode Gift bewährt auf ihn. Jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Er ist ganz grün. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Banner Saga 2. Wir sind in der Folge 18 und haben in der letzten Folge ziemlich viel erlebt und als... Es hat ja fast Tradition, als Bollwerk mal wieder fett aufs Maul bekommen. Ja, so sieht's aus und deswegen sprechen wir jetzt erstmal mit der Valka. Valka Zefe spricht leise mit Volker, als du dich ihnen näherst. Nicht verboten, aber es kommt selten vor, dass Valka Kinder haben. Nichols war... Wie einen Sohn. Er war nicht mein Kind von Geburt an. Was hast du ihm in der Höhle angetan? Ich habe es getan. Eine andere Wahl hatte ich nicht. Das, was wir niemals tun wollen. Die Augen der Valka füllen sich mit Tränen. Ich habe einen Sprung im Muster erzwungen, der keine große Auswirkung für dich hat. Unnötig zu erwähnen, dass Magier üblicherweise Sprünge oder Fehler im Gewebe unserer Welt reparieren. Sie umwandeln mächtige, freigelegte Fäden, bis alles in Ordnung und das Muster wieder vollständig ist. Ich habe genau das Gegenteil getan. Du starrst sie verblüfft an. Indem ich Nichols überging, habe ich einen Faden freigelegt und diese Kraft genutzt, um den Angriff von Blindling zu beenden. Und das hat Nichols das Leben gekostet? Ja, aber das ist ein Opfer, auf das jeder Magier vorbereitet wird und es, falls nötig, bringen muss. Woher weiß ich, dass du mich nicht übergehst, wenn wir in Manaha ankommen? Weil ich nicht kann. Es ist eine bewusste Wahl, die einem Magier auferlegt wird. Stille verharrt für einige Momente. Ein tapferer Bursche. Die Raben werden seiner in einem Kampflied gedenken. Ich bin mir sicher, das hätte ihm gefallen. Möchtest du über noch irgendetwas reden? Was, Gaula, wat? Was weißt du über diese Finsternis genug? Irgendeine Idee, wieso Gaula seine Gefangenen preisgeben würde? Wer ist ein Gaula? Ich hatte seit meinem Aufbruch von Bindal keinen Kontakt mehr mit dem Rat, aber das kann nicht gut sein. Wenn es stimmt, was die Gefangenen sagen, dass alle nach Aberang fliehen, dann hat König Main oft bald ein gewaltiges Problem. Ich frage mich, ob Rook und die anderen wissen, was auf sie zukommt. Sie sind für uns nicht von Belang. Was weißt du über diese Finsternis? Der Valka starrt in die Ferne. Ach, doch, es wäre eine Frau. Sicher nichts. Obwohl es sich verdreht anfühlt mit dem ganzen Drumherum, missbrauchter Kraft. Genug Fehler, um das ganze Muster zu ruinieren. Plötzlich steigt Wut in dir auf. Mehr Valka-Geheimnisse. Nein, nicht meinerseits, aber vielleicht andere. Glücklicherweise sind wir bald an dem Ort, der Antworten liefern kann. Genug geredet, wir müssen weiter. Einverstanden, wir müssen diesen Karren rasch nach Manaha bringen und wir sind noch nicht weit gekommen. Ja. Du findest den Wal neben einem leeren Fass, er starrt in die Dunkelheit. Wenn es mehr Met gäbe, wäre er betrunken. Was tun wir denn, Blutaxt? Ich meine mal ehrlich, was geht dir da gerade für einen Plan durch den Kopf? Ich versuche, uns alle am Leben zu halten. Und du findest das nicht seltsam? Ein Wal, der für einen Haufen Menschen das Kindermädchen spielt. Du stürzt dich mit einem tiefen Knurren auf Sigbjörn. Vielleicht bist du hier nicht mehr willkommen. Spar dir deine Muskelspieler für eins deiner Belger. Die kannst du vielleicht damit einschüchtern. Du packst den Kriegsfalken am Horn und versetzt ihm einen Magenschwinger. Magierschwinger, hm? Er krümmt sich keuchend zusammen. Der rothaarige Wal grunzt, bäumt sich auf und trifft dich mit einem Schlag am Kinn. Während du dich erholst, kommen die Raben zusammen. Einige beginnen sogar zu jubeln. Volker sieht interessiert zu. Ihn zu umgreifen und zu Boden zu schleudern. Du stürzt vor und raufst mit Sigbjörn. Ihr beide kämpft um den entscheidenden Vorteil. Alle weichen zurück und geben euch reichlich Platz. Als du endlich einen guten Griff ansetzen kannst und ihn zu Boden schleuderst, rollt er sich ab, schnappt sich einen Becher mit kochender Suppe und wirft ihn nach dir. Du schlägst den Becher fort, aber die Flüssigkeit trifft dich und du schreist vor Schmerzen. Sigbjörns Gesicht verzerrt sich, als er den Zorn in deinen Augen sieht. Den Zorn des Berserkers. Du überbrückst die Entfernung mit zwei Schritten und vergisst dabei nicht, deine Äxte zu ziehen. Sie wirbeln grausam, wild und stetig und schon gibt es einen Wal weniger auf dieser Welt. Hervorragend. Alle bleiben in respektvoller Entfernung, bis Volker signalisiert, dass dein Zorn verraucht ist. Selbst dann bleiben die Raben vorsichtig, als sie Sigbjörns Wertgegenstände entwenden und seinen Scheiterhaufen vorbereiten. Wird er gleich ausgenommen, naja, hervorragend. Ah, es lichtet sich, naja. Die Volka ist 2 Tage und wir sind 3 Tage. Naja, da müssen wir mal mindestens 2 Tage ruhen. Aufleveln.
Jetzt ist natürlich die Frage, wen leveln wir auf, weil das Problem ist halt, wenn du dann halt die entsprechende Person verlierst. Ja, super, juhu. Was kosten wir denn? 13. Wähle eine zweite Fähigkeit. Bärenzorn. Ja, ich würde sagen, das nehmen wir. Ja. Was ist ein Bärenzorn? Der Berserker bringt sich in Rage und verängstigt benachbarte Feinde und lässt sie panisch fliehen. Betroffene Feinde sind derart verängstigt, dass ihre Verteidigung für einen Zug verringert ist. Der Berserker kontert zudem alle Feinde, die mutig genug sind, ihn anzugreifen. Na, das ist praktisch. So, dann haben wir noch 2 Punkte. Ja, das ist halt hier mit, was ist das? Willenskraft halt ein bisschen ungünstig verteilt. Deswegen werde ich das mal hier ein bisschen machen. Sehr schön. So. Was haben wir noch? Wir könnten noch ein 4er, ja, D6, was ist das? 3 Willen in Ruhe, 1 Rüstung in Ruhe, 1 Willenskraft. Und aktuell haben wir 2 Rüstung. Ja, dann geben wir uns das, weil dann wird das nämlich frei. Das könnte man jemand anders geben. Ekiel hat 10% Ausweichen bei Stärkeangriffen, 10% zweifacher Stärkeschaden, 10% Rüstungsangriff, Ablenkung. Das ist schon sehr gut. Dütsch können wir nicht aufleveln. Dann können wir das dem Bark geben. Das kann nicht schaden. So, dann würde ich sagen, lassen wir erstmal und ruhen mal weiter. Beziehungsweise wir auf den Markt mal schauen. Ja, also wirklich viel ist das nicht. Wie viel Tage Vorräte haben wir? 10 nur. Oh. Dann nehmen wir wenigstens noch für, dass wir auf 12 kommen. Mhm. Für die 2 Tage. Ja, das kann man eh vergessen. Also von daher gucke ich gar nicht erst. Okay, jetzt hat der Bollwerk halt noch eine Verletzung von 1, das heißt, seine Stärke sinkt auf 11, aber da er sowieso ständig aufs Maul kriegt, ist es egal, wir verlassen. Diese Holzfäller haben im Kampf gegen die Gefangenen nicht versagt, sagt Sprach hustend. Ich bin schwächeren Männern in Wodan begegnet und ich denke, dass diese Gruppe langsam erkennt, dass es eine dumme Idee war, hier zu bleiben. Soll ich sie rekrutieren? Ich bin sicher, wir werden alle Kämpfer brauchen, die wir kriegen können. Ich will mich nicht noch mehr kümmern, wir müssen mehr Kämpfer sind gut, aber wo ist der Haken? Nichts hat sich geändert, sagt der alte Wanderer. Sie fressen wie dumme Trolle, aber sie finden keine Nahrung, um ihr Leben zu retten. Unsere Vorräte werden schnell erschöpft sein. Wir haben aber viele Clanmitglieder, das sollte eigentlich passen. Ich habe den Verdacht, dass du Menschen mehr als jede andere lebende Wahl magst, sagt Spar kichernd, bis er hustet und nach Luft schnappen muss. Eine große Gruppe der Clanmitglieder aus Bindal haben ihn gehalten. Keuchen und Flüstern ist zu vernehmen. Was ist jetzt wieder das Problem, fragst du. Stürmst in ihre Mitte und erkennst ein Paar, das ein eingewickeltes Baby schützt. Das ist ein Fluch, ein Omen, sagte ein alter Mann. Das Kind wurde ausgetauscht, verändert. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Du verstehst das nicht wahr, aber sie tun es. Er zeigt auf das Paar und andere nicken. Einige Frauen halten ihre Kinder fester an sich. Vielleicht war es die Finsternis, vielleicht haben sie dunkle Geheimnisse. Es ist nur schwer zu akzeptieren, aber entweder stirbt das Baby oder wir werden alle fürchterliche Qualen erleiden. Zeigt mir das Kind. Dummer Unsinn, bewegt euch oder ich lasse es euch leiden. Der alte Mann sieht ängstlich aus. Aber wir werden... Du beugst dich herab und brüllst. Ich sagte, bewegt euch. Spucke trifft den Mann im Gesicht. Der kehrt Macht und zur Spitze der Karawane rennt. Niemand denkt mehr an das Kind. Die Raben lächeln. Jeder von ihnen wurde schon mal so angebrüllt. Ah, sehr schön. Ja, das mit den Clanmitgliedern ist gar kein Problem. Ja, aktuell. Einige Raben berichten von einem großen Loch im Boden. Es sind überall merkwürdige Zeichen, sagt einer. Einige sehen frisch aus, andere nun sehen aus, als wären sie so alt wie die Berge. Spar, schaut auf. Ja, das Loch glatte Seiten, so tief wie ein Wal groß ist, fragt er. Der Mann nickt und Spar grunzt. Ich will die Antwort nicht auf sie rausprügeln müssen, alter Mann. Nee, ich habe nicht gesagt, weil es nichts zu sagen gibt, sagt Spar keuchend. Ich habe schon einige von diesen Löchern an anderen Orten gesehen. In einem war direkt damit ein Beutel voll mit Juwelen vergraben. Alle sind plötzlich sehr aufgeregt. Ein anderes, sagt Spar lauter, war bis oben voll mit Nattern. Jeder Tod auf dem Schlachtfeld ist gnädiger, als so schmerzvoll zu sterben. Die Aufregung legt sich umgehend wieder. Keine Überraschung mehr, vorwärts. Alle scheinen erleichtert, dass sie sich von diesem geheimnisvollen Loch im Boden entfernen können. Ja, die Moral steigt und fällt und steigt und fällt.
I always respected Big Ladder the Builder. But if he made those caves we went through, I'd have killed him myself. Das sieht ja cool aus. Ihr Trottel, passt auf, wo ihr hintretet, sagt Spar und hustet. Am Fuß dieser eisigen Klippen hat schon so mancher sein Leben gelassen. Und spielt euch nicht an den Steinhaufen herum, sonst fällt uns doch alles auf den Kopf. Er starrt Olli böse an, der schnell seine Hand von einem Stein wegzieht. Die Teile von Bücleras Götterstein zusammengesetzt ohne Mörtel oder Lehm repräsentieren die Meisterschaft dieses Gottes in seiner ureigenen Disziplin. Auf Erden reiste er durch die Lande und schuf den von Höhlen durchsetzten Untergrund und die mächtigen Gebirge der Welt. Er wurde von den anderen Göttern immer mit vorsichtigem Respekt behandelt. Denn einer, der weiß, wie man Dinge zusammenfügt, weiß auch, wie man sie wieder zerstört. Ein Kichern erwägt deine Aufmerksamkeit und du siehst, wie ein paar Kinder sich Steine von anderen Haufen nehmen, um einen eigenen Steinhügel zu bauen. Einen Stein nehmen und ihn den Kindern zuwerfen. Der Stein, den du aufhebst, ist größer als die, die sie verwenden, aber sie freuen sich darüber, dass du dich beteiligst. Die Kinder schaffen es, deinen Stein an der Spitze des Haufens zu platzieren, danach tollen sie lachend herum. Moral gestiegen. Dich überkommt ein ungutes Gefühl, du beobachtest die Raben, die Clanmitglieder und Brüllers Wagen. Blöde Axt, sagt Spar in ernstem Ton. Meine Augen sind schon schwach. Ich bin nicht sicher, was da unten ist. Ja, ich weiß nicht, was da steht. Du folgst seinem Blick und beginnst zu knurren. Auf den Feldern in der Ferne erkennt ihr zahllose Wüter. Scharen von ihnen ergießen sich über die Hügelkuppen, aber sie bewegen sich nicht voran wie eine angreifende Armee. Sie haben ein Banner bei sich, sagt Volker neben dir, aber ich kann das Wappen nicht erkennen. Du ignorierst ihre Worte und brüllst ein Kommando. Abmarsch! Bückleere. Wüter sträuben wie Ameisen über den Hügel. Die Kämpfer an vorderster Front beginnen damit, das dichte Unterholz zu zerhacken. Wir werden den ganzen Tag vergeuden, wenn der Rest von euch nicht zu den Äxten greift und zu hacken beginnt, ruft einer von ihnen, bevor er wegen eines Schmerzes in seiner Hand zusammenzuckt. Wie er schon sagte, schnappt euch eure Äxte. Du beschimpfst und bedrohst jeden, der nicht das dichte Gestrüpp abholzen will. Schon bald ist die Luft angefüllt mit faserigen Lianen und klebrigen Blättern. Alle sind mit Pflanzenteilen bedeckt, alle bis auf Olli, der in einiger Entfernung völlig nutzlos auf Lianen einhakt. Ah! Volkas Schmerzensschrei ist so ungewohnt, dass er deine Aufmerksamkeit erregt. Andere krümmen sich und schreien ebenfalls. Hackt! Arg! Bevor du deinen Ruf beenden kannst, schießt ein brennender und stechender Schmerz durch deine Arme, Augen und Nase. Ich glaube, die Pflanze ist giftig, sagt Olli und nimmt einen weiteren Schluck. Er wühlt in seine Beutel und holt einige braune, feuchte Blätter hervor. Hier, das sind Gegenblätter. Nein, das ist ein Gegenmittel. Das vertreibt das Gift. Der Schmerz durchzuckt erneut deinen Körper und du möchtest dich am liebsten übergeben. Was ist das? Petroleum. Während Olli nach den Namen der Blätter sucht, fällst du zitternd nach vorne. Als du wieder deine Augen öffnest, fühlst du dich bleiern und furchtbar. Du siehst dich um, die restliche Gruppe sieht so aus, wie du dich fühlst. Es hat etwas gedauert, bis ich alle versorgen konnte, sagt Olli auf der Suche nach einem Wagen mit Alkohol. Du brauchst vermutlich noch etwas Schlaf, um dich besser zu fühlen. Die Gruppe stößt auf ein kleines Dorf, dessen Bewohner immer noch hart arbeiten und nur manchmal einen Blick gen Himmel auf die heranziehende Dunkelheit richten. Volker sieht einen Mann, der genauso Holz hackt, wie es sie es vor langer Zeit auch gelernt hat. Diese Leute wissen nicht, was auf sie zukommt. Sie werden es schon früh genug merken, sagst du und wendest dich zum Rest der Karawane. Wir holen uns, was wir brauchen und rasten, wenn nötig. Die nächsten Tage werden die schwierigsten von allen werden und vermutlich auch die letzten, die einige von euch erleben. Volker sieht dich an und du schnaubst. Während du einem Mann aufträgst, die Wagenräder und das Geschirr der Joks zu überprüfen, hörst du jemand sagen, hallo. Du fährst herum und Dütz steht vor dir, klugerweise außer Reichweite deiner Äxte. Was willst du? Nun, ich habe mich ein bisschen hier in der Gegend umgesehen, sagt Dütz. Bin auf einen Hügel gestiegen, um die Wüter zu beobachten, welches Banner wir entdeckt haben. Das von Einertoft. Einertoft?
Einer Toft. Du verziehst das Gesicht, als der Name der Stadt eine Flut von Bildern in dir wachruft. Eine riesige Brücke, hunderte von Wal-Iver stellt sich dir in den Weg. Dein Zorn ist unermesslich. Naja, mir. Einer Toft wurde geschleift, sagte der Veteran Krummer. Du solltest dich also fragen, ob du das wirklich gesehen haben kannst, Mensch. Dütsch nickt eifrig. Dann werde ich mich an ihre Fersen heften, sagt Krummer. Es ist keine Bitte. Lass den alten Wal ziehen, wenn er wegen sterben will. Wir halten uns da raus. Volker stimmt ihr zu. Sie kehrt um und sieht nach den anderen Raben. Ja, wir haben den Wagen. So, wir gucken mal wieder in die Helden. Vom Prinzip hat sich ja nichts geändert. Genau, wir haben immer noch den einen Tag an der Backe und wir müssen wegen der Moral eh rasten. Dann gucken wir mal in den Markt. Es ist immer so grottig. Ja, dann machen wir das so. Dann sind wir bei 11 Tage. Das reicht. Und wir rasten einen Tag. Ja, genau. Und machen weiter. Eine Gruppe von Kundschaftern erreicht den Ort, als du ihn gerade verlassen willst. Sie sind näher, als wir dachten, ruft einer von ihnen, als ob die Wüter keinen Schlaf benötigen. Die Angst in der Stimme des Mannes verbreitet sich unter den Kämpfern und Clanmitgliedern. Mit nur 2 Schritten bist du bei ihm und wirfst ihn zu Boden. Du drehst dich um und blickst zur Karawane. Männer versuchen, für ihre Familien Stärke zu zeigen, während die Ochsen nervös blöken. Geschwindigkeit und Glück sind deine einzigen Optionen, um den Wütern zu entkommen und es nach Manahar zu schaffen. Wir werden für nichts und niemanden anhalten, rufst du auch nicht für Pausen. Das wird jetzt ein sogenannter Todesmarsch. Aber wenn wir angegriffen werden, fragt die Valka. Die Verwundeten müssen sich ausruhen. Du schüttelst den Kopf. Wir werden auf jeden Fall angegriffen, sagst du. Die Verwundeten sterben oder sie schaffen es bis Manahar. So einfach ist das. Aber ihre Worte lassen dich die Sache überdenken. Für jeder, der nicht kämpfen kann, bleibt zurück. Ihr bewegt euch und überlasst das Kämpfen denjenigen, die es könnten. Die Karawane nimmt die Befehle klaglos entgegen. Manche schenken dir sogar ein Lächeln, als ob du ihnen nur dadurch, dass sie sich bewegen sollen, etwas Gutes getan hast. Dumme Menschen. Über den Hügel nähern sich bewaffnete Wüter. Ich werde mich mit deiner Hand voll Männern darum kümmern, sagt Spar, bevor ihm ein Hustenanfall überkommt. Geht weiter. Wir finden euch schon wieder und wir alle kennen die Gefahr, in der wir uns befinden, also behandle mich nicht wie ein kleines Kind. Gib dein Bestes, alter Mann. Spar lächelt und geht dann mit einem Dutzend anderer los. Die Karawane zieht weiter, ohne von den Wütern angegriffen worden zu sein. Es sind so viele von ihnen, Bollwerk. Und es ist zu weit, wir müssen eine Hast einlegen. Sie krümmt sich, deine Seiten brennen auch, als du nach Luft schnappst. Dem Rest der Karawane geht es nicht besser. Ein tiefes Vibrieren erfüllt die Luft, das dich beunruhigt. Es kommt aus deinen eigenen Reihen. Der Steinsänger Volker ruft, bring ihn zum Schweigen. Was macht der Valka? Zephyr dreht seinen Kopf, um die komplizierten Geräusche auszumachen. Ich bin nicht sicher, etwas über unseren Aufenthaltsort, aber da ist noch mehr. Er fleht, aber ob um Frieden oder um Rettung, das weiß ich nicht. Ihn sein Lied beenden lassen. Das summende Vibrieren geht weiter, mehr Wüter tauchen auf, das Lied des Steinsängers wird intensiver, verzweifelter. Du knurrst eine Warnung, einige Wüter bleiben zurück, andere nähern sich. Ah, also mal wieder ein Kampf, so. Wir sind ziemlich geflattert, würde ich sagen. Okay, Berse kommt auf jeden Fall mit. Ich würde sagen, Ekiel kommt diesmal auch mit. Olli kommt mit und Bark wäre halt eine Idee. Ich schaue mir das nochmal mit dem Schweinespieß an. Der Schlachter stürmt vorwärts und versucht in einem Angriff mit doppeltem Schaden einer 20% Chance, sein Ziel aufzuspießen. Niemand auf dem Schlachter wird so tödlich und talentiert. Was kostet die Beförderung? 9. Boah. Ja, der verbessert sich über die Fähigkeit. Wir müssen das machen. Was ist denn das eigentlich? Abducken. 20% aufs Widerstehen von 1 Punkt Rüstungsschaden oder Regeneration von Rüstungspunkt pro Zug. Und 20% aber nur. Also alle 5 Züge ein. Das ist Widerstehen. 1, 2, 3. Und das ist... Ja, ich nehme das. Ich nehme das. Wo nehme ich denn das? Achso, so nehme ich das. Jetzt haben wir es. Genau, das müsste eigentlich reichen mit dem Leben. Sehr schön. Jetzt haben wir zwar nur noch 5 Ansehen, aber wir gewinnen ja wahrscheinlich auch wieder was. Komm mit. So, die Gegenstände sind hier verteilt. Wir haben ja eh nur 4. So wirklich viel ist das nicht. So, dann schauen wir nochmal auf die Schwierigkeit. Ich will das sicher wissen. Ja, genau, normal. So, so wollen wir das auch und so machen wir das auch. Weiter geht's.
Halte diese verdammten Wüter zurück, während die Karawane sich in Sicherheit bringt. 22. Okay, vielleicht hätte ich doch einfach machen sollen. passt schon. Warte mal. Einmal so und einmal so. Die Volka, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da vorne, gell? Mhm. Bersi ist dann dran. Dann kommt Ekiel. Olli. Genau. Und wir müde wie müde. Erschöpfung verringert die Bewegung des Helden um 1. Wir sind alle müde. Na, ist ja gut. Gut, dass wir nicht gerastet haben. Bereit. Wie weit kommt der? Wir rasten. Was ist das denn? Schleicherei schlüpft, wenn nicht zerstört. Ah ja, interessant. Okay, komm, Recke. Sehr schön. Oh, das würde ihn 2 Punkte kosten. Warte mal, dann geh mal hier hin. Mach mal das Ding platt, ja. Sehr schön. Was ist das denn? Oh, ach, jetzt haben die wieder diese... Huch. Was ist da unten? Na toll. Achso, das ist ja unsere. Oder ist das unsere? Sein Leder hat die Restung der Wüter beschädigt. Ja, hervorragend. Aber war nicht eigentlich? Nee, war nicht. Okay, wie weit müsste er eigentlich nach vorne? Wer ist denn eigentlich der Nächste? Ach, da hinten steht ja auch noch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, warte mal. Olli, dann gehen wir eins nach vorne. Machen wir deinen Axtsturm auf ihn. Toll. Uiuiui. Okay, wir müssen das erstmal platt machen. Befördert, hervorragend. Okay, der Penner hat sich nicht bewegt. Bärenzorn. Ja, mach mal. Da haut er ab. Und? Das ging ja gut. Toll. Du bist echt ein Sütten-Idiot. Ach so, auf wen? Ja, vor allem auf den halt. Gut. So. Dann geht er mal hier hin und macht erstmal einen normalen Angriff auf ihn, ja. Okay. Macht das nochmal, aber richtig diesmal. Toll. Bollwerk, du bist ein Idiot. Du bist echt der unfähigste Penner, den ich kenne. Okay. Nein. Komm, normaler Angriff auf ihn. Rüstung runter. Tschüss, Olli. Ah ne, er lebt noch. Ja, das ist aber völlig sinnlos. So, mein Guter. Schneid Maximum. Toll. Ich bin ein Idiot. Diesen Kampf verlieren wir. Nur so als Info, ja. Entschuldigung, aber das ist nicht normal. Komm. Ah.
schneit. Nochmal. Komm. Ich hätte mich da hinstellen sollen. Naja. Aha. Schweinespieß. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Scheiße? Ach, das funktioniert so nicht. Mist. Mit dem Bollwerk? Ich weiß nicht, das funktioniert nicht. Der Idiot ist ein Idiot. Toll. Ganz toll. Kannst du jetzt mal treffen? Das ist auch völlig egal. Ganz ehrlich, das ist völlig egal. Sehr lächerlich. Funktioniert wohl nur, wenn die Rüstung runter ist. Ja, versuchen wir wenigstens noch was zu reißen. Juhu. Wahnsinn. Verwundet und blutend kriechen du und die anderen weg, während die Wüter den Steinsänger angreifen und töten. Sie nannten ihn Verräter, weil er uns geholfen hat, sagt Zephyr mit angespannter Stimme. Wir hätten so viel von ihm lernen können. Du sagst nichts und schleichst dich von dann. Mit dieser Niederlage sage ich dann auch vielen Dank fürs Zuschauen. Das mit dem Boy weg. Ich kann mich da nur an den Kopf greifen. Ich verstehe das nicht. Warum der als erstes immer stirbt. Weißt du, die anderen Wahl, die halten ja wenigstens durch. Aber er ist, das ist echt, das ist die Oberlusche. Dass das überhaupt ein zentraler Held ist von dieser Storyline. Also da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, der Storyschreiber. Der klopft sich heute noch auf die Schulter. Naja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen coolen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.